Am 16. Februar wird der St. Paulusdom wieder eröffnet. Aus diesem Anlass waren wir bei Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe, bei der Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Maike Friedrich, bei der Rektorin der Westfälischen Wilhelms-Universität Ursula Nellis und bei den Marktbesuchern auf dem Domplatz und haben sie gefragt, was ihnen der Dom bedeutet. Der Dom von Münster bedeutet für mich persönlich im Grunde etwas Ähnliches oder das Gleiche wie beispielsweise die Reinoldikirche in Dortmund, nämlich, dass im Herzen der Stadt ein Gebäude steht, stumm, aber unübersehbar, was aber alle, die daran vorbeigehen, daran erinnert, dass Gott in der Mitte einer Stadt wohnt. Ein eindrucksvolles Denkmal mit vielen kleinen und großen Geheimnissen im Inneren, die ich zum Teil und überwiegend an der Hand meiner Großmutter als Kind schon habe erkunden dürfen. Er ist ein Ort, der von mir immer wieder gerne aufgesucht wird, wo ich Ruhe finde, wo Besinnung da ist. Innehalten, also gerade in so einer lebhaften Stadt wie hier. Geht man gerne dahin, um ein schönes, richtig festliches Gottesdienst mitzuerleben. Und die Tatsache, dass es gleichzeitig die Begräbnisstätte von Kardinal von Galen ist, heißt für mich, dass es vielleicht auch der Ort ist, an dem Münster ein Gewissen hat. Der Dom für Münster bedeutet eine geheimnisvolle spirituelle Mitte in der Stadt. Steht fürs Christentum, für Tradition. Ja, also das verdeutlicht mir immer, wie katholisch Münster eigentlich ist. Und der Dom ist nicht nur geografisch, sondern auch gefühlt das Herzstück nicht nur der Stadt, sondern einer wunderbaren Region. Was ganz Besonderes, was man halt nicht überall so findet. Also ich glaube, wenn man über Münster spricht, dann über Sehenswürdigkeiten, dann Dom ist am bekanntesten. Der gehört dazu, der war immer schon. Das ist ein uraltes Stück Münster, ne? Und mit sehr viel Historie verbunden, ne? Einfach ein schönes, unglaublich schönes Gebäude in Münster. So ein Angelpunkt in der Innenstadt. Ich glaube, dass selbst die Nicht-Katholiken sehr gerne und oft in den Dom hineingehen. Ich bin zwar Protestant, ja, aber ich gehe sehr, sehr oft in den Dom rein, weil ich es einfach schön finde. Weil es einfach eine schöne Umgebung ist, nicht? Einfach die Atmosphäre in dem großen Gotteshaus. Ein Vergnügen, nicht nur ein religiöses. Die allerlieblingsstelle ist der Friedhof im Innenhof. Die Uhr ist am schönsten, die finde ich toll. Die Sakramentskapelle, weil das ein Ort ist besonderer Ruhe. Der Blick aus dem Paradies auf den Christophorus. Der Teufel im Foyer. Chor, der gefällt mir gut, mit den kleinen Kapellen. Das Grab von Van Galen, finde ich, ist eine Stelle, an die ich gerne gehe. Hier gibt es auf der linken Seite, wenn man reinkommt, so einen kleinen, so ein kleines Jesusbild. Die Fenster sind sehr schön. Der Dom und Münster, das gehört so zusammen wie ein Apfel und sein Kern. Münster und der Dom ist für mich wie die Universität und das Schloss. Wie das Salz in der Suppe. Hamburg und die Elbe. Münster und der Regen. Jorinde und Joringel. Ich könnte mir eigentlich gar nicht vorstellen, das Zentrum ohne Dom. Die Sehnsucht, dass er eröffnet, ist unglaublich groß. Und ich habe mich auch gefreut, als ich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder die Glocken gehört habe. Das haben wir wirklich vermisst. Ich habe die Bauarbeit verfolgt vom Fenster meines Büros raus. Ich habe es in der Zeitung immer mitverfolgt. Ja, es war schade. Wir hatten also Freunde hier, denen wir das gerne gezeigt hätten. Wir gehen jeden Samstag eigentlich kurz uns das Glockenspiel anschauen. Und das ist natürlich geschlossen. Also da ist ja die ganze Zeit ein Gerüst vor und ich frage mich immer, wann kommen die denn mal zu Potte hier? Das ist, glaube ich, am 16. Februar. Thank you.